So, willkommen zurück beim Let's Play Euro Truck Simulator Nummer 2. Ja, was ist passiert? Einiges, und zwar sind uns jetzt ein paar Folgen verloren gegangen, weil mein Aufnahmeprogramm nicht so wollte, wie es sollte. Ja, ich begrüße jetzt mal alle, die da sind. Und zwar ist das der Hatzel. Servus. Die Skyway. Jo. Und der Rock, aber der ist, glaube ich, gerade zu Tisch. Ja, ist er. Schon wieder? Ja gut, was ist passiert? Ja, ich bin mit meinem Renault unterwegs gewesen nach Dortmund, da habe ich mir die Vorderachse gebrochen und ja, dann ist der teilweise einfach nach links oder rechts gefahren, wann er nicht sollte, habe da ein paar Unfälle gebaut und habe mich dann noch so halb komplett zerstört noch nach Dortmund gerettet und die Lieferung abgeschlossen. Habe jetzt gerade eine neue Tour angefangen und fahre jetzt gerade von Linz nach Bremen. So, Hatzl, du fährst auch, oder? Wo fährst du gerade hin? Ich mache gerade eine Aktualisierung bei Steam, aber danach mache ich dann wieder mit. Ja, fahre ich wieder. Auto. Bum, bum. Und die Skyway ist im... Was macht die Skyway? Ja, der Rock ist wieder zurück von seinem... Let's Play. Auf zu fressen. Genau, und er frisst wieder, wie immer. Ja, ich mache mir auch gerade so ein bisschen Bedenken, wie sinnvoll das ist, dass ich jetzt hier dabei bin, weil ich eigentlich auch gleich mit... Nimmt der gerade schon auf? Ja. Ja. Na, cool. Nein, wir trollen dich nicht. Wie würden wir? Jetzt habe ich gerade einen Bus überholt. Oh, Moment, hör auf zu frissen. Mo. Ja, er frisst immer. Er frisst immer. Das ist. Waschstellen. Du brauchst auch mal eine Nahrung. Kann sich nicht mal eine Viertelstunde zusammenreißen, wenn nichts frisst. Ja, ich wusste ja nicht, dass wir auch. Das schafft der Junge nicht. Aber. Ja, ich wusste auch nicht, dass ich jetzt einfach hier drin bleibe. Wobei ich eigentlich gleich essen gehen muss. Aber was soll es? Ich bin dabei. YOLO. Dann mutest du dich einfach und gehst da. Vielleicht sage ich vorher Bescheid, weil sonst stellst du dauernd Fragen und ich antworte nicht. Skyway! Was ist mit dir heute schon wieder? Ist die taub oder was? Rockbox, was ich. Ha. So. Ich wollte heute ein bisschen. Also, wir hatten ja schon so viel geredet. Wir hatten eigentlich schon über Battlefield 4 geredet. Und gerade ein Thema angeschnitten, das ich jetzt doch ganz interessant finde. Und zwar Facebook. Ja. Oder generell Social Media, weil es werden ja teilweise viel zu freizügig die Daten rausgegeben oder Sachen über einen rausgegeben, die halt andere Leute sehen können oder Fotos und ähnliches. Facebook hat ja auch schon den Spitznamen Stalkerbook, weil man ja wirklich an alles kommt und teilweise auch sehr private Bilder, weil sie die Leute hochladen. Und ich glaube, das ist einfach eine Gefahr, das sollte man auch ein bisschen weiterhin darauf hinweisen, weil es wissen einfach viele nicht. Wie habt ihr das so mitbekommen? Ja, in den jüngsten Sachen, wie zum Beispiel Boston mit dem Bombenattentäter, hat man ja gesehen, dass das Freizügige ja ganz vorteilhaft ist, wenn man jetzt irgendwelche Verbrechen aufwiegt. Aber im persönlichen oder privaten Bereich ist es schon sehr gefährlich, weil wie schnell bist du mal verlinkt auf ein Bild, wo du vielleicht mal, ich sag jetzt mal, 1, 2, 3 Bier zu viel getrunken hast? Und dann sieht es auf einmal dein Chef, weil er ist wahrscheinlich auch bei Facebook angemeldet. Mhm. Das kann. Oder, Chefs überprüfen bei der Bewerbung das Facebook-Profil von einem und finden solche das Fotos, wo man vielleicht in seiner Kotze liegt oder sowas. Das machen viele, für genau. Für mich ist Facebook zumindest, also habe ich bei Freunden ganz viel Erfahrung gemacht, absolutes, du bist ganz schnell nur ein Mobbing-Opfer. Alle gehen auf dich los, wenn irgendwas nicht passt, oder ich habe wirklich eine Freundin, die wurde richtig fertig gemacht auf Facebook und deswegen habe ich das so gemacht. Mich kann niemand wirklich verlinken, ohne dass ich zustimmen kann, also ohne dass ich, also die brauchen meine Zustimmung. Und ich habe auch keine Leute aus meiner Schule wirklich drauf. Ich habe nicht die gesamte Schule. Ich habe eigentlich nur die Leute, die ich wirklich nur online brauche. Mhm. Also die Leute, mit denen ich spiele, die Leute, wirklich meine besten Freunde sind auch auf Facebook, aber ansonsten wirklich nur Leute, die ich aus dem Internet kenne und mit denen ich spiele. Also so Leute wie wir zum Beispiel. Genau. Ja, das ist mir doch gleich das nächste Thema, nämlich die Freundschaftsding, weil die anfangen, weil ich glaube einfach, also ich merke es einfach, dass mich teilweise Leute adden wollen, die habe ich schon mal gesehen, ja, die wohnen bei mir im Ort und die wollen mich als Freunde adden. Und da muss ich auch mal sagen, Leute, Freunde sind Freunde und eigentlich geht es nicht darum, jetzt über 2000 Freunde zu haben und das sind alle möglichen Bekannten und Leute, die man halt mal wo gesehen hat, drin, sondern das sollten wirklich nur Freunde drin sein, weil genau all diese Leute sehen alles, die können alles lesen, die können jedes Foto sehen. Das ist ja dann auch wieder ein Thema, weil teilweise was Fotos hochgeladen werden auf Facebook. Wenn dann fragt man sich wirklich, möchte ich wirklich, dass so ein Fotos die ganze Welt sieht? Also ich hatte da einen sehr interessanten
Vortrag von einem meiner Lehrer, der wurde an meiner Schule gehalten, aber nach dem Unterricht, also da konnte man auch als Nichtschüler hingehen, der uns da teilweise wirklich, also es ging eigentlich um das Stalking-Ding. Und es ist wirklich so, dass wirkliche Stalker, vor allem halt männliche Stalker, die halt irgendwelchen Weibchen nachstalken, dann auf Facebook gehen, teilweise mit denen eine Freundschaftsanfrage machen über irgendein Fake-Profil oder ähnliches und dann Zugriff auf wirklich private Fotos haben. Und ich finde, ihr kennt das sicher alle, es gibt immer ein paar Mädchen, die halt dann unbedingt Fotos von sich im Bikini hochstellen müssen oder sowas. Das sind dann einfach, ja, das sind Sachen, will man das wirklich, also ich möchte nicht, dass mich irgendwer in der Badehose sieht, irgendwer Fremder. Ich hatte das einmal bei beim Kumpel, oh Alter, das war mir selber richtig peinlich. Der war feiern einen Tag vorher. Und dann war einen Tag später waren Bilder von ihm da, wo er mal eben kurz, ja, würde ich das jetzt sagen, müsste das Video auf 18 gestellt werden. Also er hat an seinem Limit rumgespielt. Oh mein Gott, ach Leute. Und diese, ja, das ist ja nicht bildlich, das würde nur sagen. Dummheit, oder? Diese Bilder waren halt auf Facebook und bei mir wurden halt angezeigt, die ganzen Bilder, der und der wurde auf dem Foto markiert und ich dachte mir nur so, ups. Da ist wohl mal jemand was schief gelaufen. Ja, aber dann muss ich mir auch denken, wer lädt solche Fotos hoch und warum schaut da keiner drüber? Also ich weiß es jetzt, vor Facebook aufkam, gab es bei uns in Österreich ein Portal, das hieß Szene 1, da waren auch alle oben. Es war wie Facebook, da hattest auch ein Profilbild, du konntest das Fotoalbum, konntest diese Fotoalben aber mit Passworts beschränken. Das war zum Beispiel was, was auf Facebook gar nicht geht. Heißt, dann konnten wirklich nur deine engsten Freunde, die halt das Passwort haben oder teilweise auch ausgesuchte Personen, Entschuldigung, dieses Album öffnen. Und jedenfalls, da war es so, dass jedes hochgeladene Foto erst durch einen Administrator, die haben wirklich jedes Foto, das hochgeladen wurde, wurde erst geprüft, bevor es freigegeben wurde. Halt auch, um solche Sachen zu verhindern. Und ich glaube, das ist was, ich finde, okay, es ist schon klar, dass Facebook das nicht, also ein bisschen schwer wird bei der Masse an Leute. Weil eigentlich, das ist halt eine Sicherheit, die man eigentlich bringen müsste. Und man könnte das sicher auch ein bisschen mit Programmunterstützung machen. Dass ein Programm schon filtert. Und dann muss er halt der Typ von Facebook nur diesen Filterordner durchschauen. Also diese Bilder, die durch diesen Filter gerutscht sind. Ja. Aber ich finde, das ist einfach was nicht in Ordnung geht. Und da muss ich auch als normal denkender Mensch auch überlegen, wie gesagt, will ich, dass das auf Facebook ist? Will ich, dass ein Freund da jetzt bloßgestellt wird? Ich finde es jetzt lustig, aber ich finde, man muss auch immer sagen, will ich, dass das bei mir passiert? Also, man muss schon auch ein bisschen auf die anderen achten. Mobbing ist auch so ein Thema, was ich ganz schlimm finde eigentlich. Und was ich eigentlich schrecklich finde, dass das so verharmlost wird bei uns. Also hatten wir auch ganz schlimm bei uns so in der Schule, dass da keiner was gemacht hat. Das war, hat mich immer gewundert. Ja, es ist halt einfacher, dem Opfer immer eine draufzuhauen, verbal, nonverbal, keine Ahnung wie, psychisch, physisch, als zu sagen, wir können jetzt da mal helfen. Ne? Das ist ja viel schwerer. Mhm. Aber mit Mobbing kann man halt leider sehr viel kaputt machen. Ich finde es auch, das ist was, das ist erst in den letzten Jahren entstanden. Ich verstehe nicht, durch was das entstanden ist. Also sowas gab es früher, glaube ich, nie. Wirklich vor, ich weiß nicht, bei den Grundschulzeiten gab es das auch noch nicht wirklich, aber auch zu den Zeiten, wo meine Eltern in der Schule waren, da gab es das nicht. Da haben die Schüler zusammengehalten, weil da waren die Lehrer teilweise die Bösen, weil da wurden sie ja teilweise auch noch geschlagen von den Lehrern. Und jetzt ist es so, dass sich die Schüler gegenseitig fertig machen und die Lehrer nur zuschauen. Also ich finde, das ist sicher auch Schuld der Lehrer, die einfach viel zu gemütlich da sitzen und sich denken, ja, das regelt ihr schon selber. Aber es ist sicher auch irgendwie was in der Erziehung oder in der Kultur, was da falsch läuft. Aber wir kommen jetzt zum Thema, bis war ja weiterhin Facebook oder Social Media. Und es sind ja auch nicht nur jetzt Bilder auf Facebook, die hochgeladen werden, sondern auch Posts. Also was teilweise Leute für Sachen posten, auch irgendwelche Links oder so, denke ich mir auch teilweise so auf die Art, ich will jetzt nicht wissen, was du heute schon wieder gegessen hast oder wie dein Stuhlgang war oder was auch der Kuckuck was. Ja, aber es gibt Leute, die posten das. Aber ich persönlich. Die posten das so, ich war heute schon wieder dreimal am Klo. Denkt man, na toll. Bin ich dein Arzt? Oder hast du es deinem Arzt jetzt geschickt oder was? So mit Foto, Stuhlprobe, analysieren Sie das bitte. Also, The Rock, erstens, stell mal deinen Hund ab und zweitens. Ich müde mich schon die ganze Zeit. Den Anfall. Nee, solche Leute sind echt schlimm, die dann wirklich
posten, ja, ich bin aufgestanden, ich habe das und das gegessen und so viel Uhr bin ich da und dort, was sowieso ziemlich gefährlich ist. Und dann finde ich noch diese Leute genial. Das sind teilweise richtig schreckliche Menschen vom Charakter her. Und dann posten die die ganze Zeit irgendwelche solche Weisheiten. Wirklich, wirklich Weisheiten, die dann. Und sie machen aber genau das Gegenteil von dem, was in diesen Weisheiten so Tolles steht. Also ich finde das richtig affig. Da reg ich mich oft genug auf drüber. Und dann. Also wenn dann irgendwie Leute. Ich hatte meine Freundin, bei der war das so, die hat sich die ganze Zeit bei mir ausgeheult, die ganze Zeit. Und dann hat sie sich darüber beschwert und hat im nächsten Moment aber so einen scheiß Satz gepostet von wegen, ja, bla 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 bla, und das ist so und so viel besser. Dann denke ich mir, warum machst du es dann nicht? Warum postest du es nur? Was ich dann auch noch ganz schlimm finde, sind dann irgendwelche Ekelfotos, so von der Raucherlunge, Raucherbein, Baby mit Krebs oder solche Oh Sachen. Gott. Dass das auch nicht gesperrt wird, finde ich auch ganz schlimm. Man kann zwar Sachen melden, mache ich gelegenheits auch, bei manchen Sachen sind einfach zu arg, Och, aber du die. bis der Facebook reagiert, das dauert Die ewig. Raucherlunge würde ich drin lassen, mal so ein bisschen als Abschreckung. Naja, aber du musst auch so sehen, vielleicht uns, mir macht es auch nichts, wenn ich es anschauen muss, aber ich denke jetzt an, es sind teilweise Zwölfjährige Dann schreckt's und ab. noch Dann Kind. sehen die, was da passiert. Das ist doch gut. Die kennen sie, die ich glaube aber nicht, dass die das aus dem, das ist aus dem Zusammenhang Ja, gerissen. wenn man es nicht. Der Wenn ich es nicht liest weiß. es nicht Ja. mehr richtig und sieht irgendwas eklig und kann wird irgendwas davon kriegen und ich finde einfach, das ist was. Alter! Mir ist einer reingefahren! No comment. Ich fahre über die Kreuzung, Oh bumm! Gott, ich hab mich gerade richtig erschrocken, weil ich habe gerade zu meinem Hund richtig runtergebürgt. Ey! Und in dem Moment du so, Alter! Ich dachte gerade, mein Mikro wäre noch an gewesen. Nee, war es Okay, nicht. warte kurz. Also wie gesagt, das finde ich nicht in Ordnung und halt auch. Tank ist fast der Scheiße! Hatze? Ja, Wie geht's zu Skyway. Du tanken? musst mich jetzt mal kurz ersetzen, Darling. Ich muss AFK essen. Darfst mit RockToxte weiter diskutieren? Ich bin auch noch da. Ja, du, aber du zählst nicht. Du musst dich um deinen kleinen Hund da kümmern, der da irgendwie so wie ein aufgestellter Mausträger rumkläfft. Sorry, aber das ist doch Hupe. gewählt. Was denn? Ja, Ja, ich weiß nicht. wahrscheinlich rammelt Der Hund öffnet The Fenster. Rocks Hund die ganze Zeit The Rocks Ich muss Fuß mal und ganz kurz immer anrufen. mit dem Ich muss Wegschuppbelter. mal kurz. Komm mal wieder. Ich hab nur wirklich nichts gegen Viecher, aber oh, stell den Hund ab, bitte. Bist schon wieder. Du musst den Knopf unterm Schwanz drücken. Schön, dass wir weiter diskutieren, Ja. Schwede. Guten. Ah. Ja. Ja, so man steht, eben solche Fotos finde ich schlimm und was halt auch gar nicht geht, sind halt dann so irgendwelche rechtsradikalen Sprüche. Ich finde, das ist in Österreich ein bisschen Ärger, weil dann oft die eine politische Partei zitiert wird oder geliked wird oder gefällt mir gedrückt wird, die halt einfach von ihren Aussagen ziemlich heftig sind. Aber da kann man eh nichts machen. Nicht wirklich, aber was auch ziemlich beängstigend ist, ist teilweise diese Handy-Uploads. Wenn zum Beispiel, es ist ja bei Facebook ganz, ganz genau reguliert, wenn du zum Beispiel jetzt in Barcelona bist oder keine Ahnung was und ein Bild machst mit deinem, ich sag jetzt mal, mit deinem Smartphone und dann wird ja geschrieben, woher du das Bild gemacht hast. Das heißt also, von welchem Standort. Jetzt gibt es ja teilweise richtige kriminelle Verbindungen, die auf sowas spezialisiert sind, um zu gucken, wer ist im Urlaub. Und wenn jemand im Urlaub ist und die schreiben mir wirklich alles rein, wo sie wohne, wie sie wohne, was sie wohne, Dass sie machen wohne. Bilder von ihren 250 Zoll Bildschirmen und so weiter, ja, da lecken sich doch kriminelle Sachen aus dem, ich weiß nicht, wo sie alle herkommen, aber die kommen bestimmt irgendwo her. Und dann ist der Fernseher weg und dann ist das Geheul groß, aber im Grunde kann man Ja. schon vieles da im Voraus abklären eigentlich oder verhindern. Ja, und eben dieser Lehrer, der uns diesen Stalking-Ding da der hat auch ein paar Beispiele gemacht. Ich finde, das waren gespielte Beispiele, das war auch mit der Polizei abgeklärt, aber er hat auch gezeigt, wie leicht man ein Facebook-Profil auch hacken kann und auch in die Daten so rankommt. Ich finde eigentlich, der einzige Schutz, der eh schon geht oder was schon viel getan ist, gegen jetzt, sagen wir jetzt, Halbkriminelle oder auch einfach Leute, die das nicht sehen sollen, einfach mal seine. Wie heißt das? Persönliche Einstellungen überprüfen. Da kann man alles einstellen. Zum Beispiel bei mir sieht man nicht mal das Profilbild. Da steht gar nichts. Also das heißt, es steht nur mein Name. Und das war schon für Leute, die nicht mit mir oder mit Freunden von mir befreundet sind. Und mich können auch nur Leute adden, glaube ich, die mit Freunden von mir befreundet sind. Also das sind solche Schutzfunktionen. Damit kann man es dann ganz gut verhindern, dass irgendwelche Leute, von denen man vielleicht nicht will, dass sie aufs Profil gehen. Vielleicht ja der
Also ich gehe jetzt von der Sicht von einem Mädchen aus. Vielleicht der kleine Junge oder der Klassenkollege aus der dritten, der auf sie steht, dass er nicht irgendwie irgendwelche Fotos drankommt. Das gibt's ja auch leider. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel deine Sachen nur mit deinen engen Freunden teilen. Also, dass du jetzt Gruppen Genau. erstellst für Leute, die was sehen dürfen. Wenn du zum Beispiel Nee, also ne, ich. Bekannte hast, dann halt nicht. Also ich würde generell nur Leute annehmen, die ich halt auch wirklich kenne und ich mache das auch. Ich nehme Leute, die ich nicht kenne, auch nicht an. Das ist natürlich die Und einfachste auch wenn ich Sache. jetzt denke, das ist ja so ein Bekannter, den kenne ich vom Sehen, okay, aber ich weiß jetzt nicht, wie der ist und habe mit ihm noch nie wirklich gesprochen. Also einer bei uns im Ort hat es mir ziemlich geil auf den Punkt gebracht und hat gesagt, du grüßt mich nicht mehr auf der Straße, aber wirst bei mir auf Facebook befreundet sein. Bingo, das sind wir schon, ja. Das bringt es nämlich auf den Punkt. Ich glaube, jeder, mit dem ich nicht, der mich zumindest nicht grüßt oder mit dem ich nicht mal ins Reden komme, wenn wir uns treffen, dem, glaube ich, möchte ich auch keine Facebook-Freundschaft haben. Genau. So, und ich fahre jetzt extra einen Umweg. Ich muss jetzt leider von der Route abreißen, weil ich brauche eine Tankstelle. Das wäre jetzt ein YOLO-Kommando. Ich fahre jetzt in die andere Richtung auf der Autobahn, also fahre jetzt falsch auf. Also schon richtig auf, aber in die andere Richtung, weil da eine Tankstelle ist. Ich hoffe, ich komme noch hin. Ist das wirklich so leer? Ich habe gerade schon eine Warnmeldung bekommen. Kommt halt übers Sehen, ey. Wow. Ja, das ist nicht so scheiße, dass wenn du fährst, so einen Auftrag fährst, den fixierten, dann ist der Tank immer nur ein Stückchen voll. Also das ist teilweise auch immer anders. Das finde ich scheiße, ey. Die sollen einfach ran voll machen und passt schon. So. Also ich fahre jetzt gerade bewusst verkehrt herum. Irgendwas ist schon wieder am So. Abfackeln, irgendwas, die Feuerwehr So, rückt und wir wieder. sind auch schon am Ende dieser Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao! Tschüss.